Hallo und herzlich willkommen zurück zu StarCraft 2 Wings of Liberty mit euren Lieblingsspielvirus in Bazzillo. So, da wir die ausgeräuchert haben mit den Helions, sag ich mal, wir gucken uns hier einfach mal um, was es hier alles so gibt. Das Artefakt haben wir gerettet einmal. Ich hoffe, das Ding war die Mühe auch wert. Es ist wirklich faszinierend, Commander. Die vorläufige Analyse legt nahe, dass die Energiesignatur dieses Objekts das Zehnfache der Strahlung von bisher katalogisierten Alien-Artefakten emittiert. Prima, Statman. Fang aber bitte nicht an, drin rumzustochern. Bei unserem Glück öffnet sich sonst noch ein schwarzes Loch und verschluckt das ganze Schiff. Meine Güte, mit einem derartigen Potenzial hatte ich beim besten Willen nicht gerechnet. Okay. So. Mein Gott. Dann gucken wir uns den Zerg-Tank nochmal. Ah, ich möchte nicht lesen. Oh, es dauert mir zu lang. Tiger. So. Könnt lesen. Auf Pause drücken. Aber ich bin ehrlich, ich habe keine Lust zu lesen gerade. Ich bin faul. So. Was haben wir denn noch? Nee. Was sind hier? Schiffsmesser. Okay. Arsenal. Ah, stimmt, ich kann ja wieder upgraden. Hätte ich ja fast vergessen, das war das. Vollfresser, ne? Ein schneller und effizienter. Okay. Oh, Fahrzeuge, hier. Doppelte Breite. Das ist beides gut. Kaufen. Ja. Also weiter gegen Zerg spielen. Nehme ich das gerne an. Na, Ariel? Schon einen passenden Planeten für deine Leute gefunden? Ja, ein unbewohnter Planet namens Haven. Er befindet sich am äußeren Rand des Protoss-Raums. Er scheint aber soweit sicher zu sein. Das wird ausreichen müssen. Deine Leute sollten sich besser eine Weile still verhalten. Sind Sie beide nicht beunruhigt, dass die Kolonisten verseucht sein könnten? Wie können Sie das auch nur in Betracht ziehen? Sie sind alle kerngesund. Das hoffe ich, Ariel. Mit den Protoss ist nicht zu spaßen, was Verseuchungen angeht. Du solltest auf jeden Fall damit anfangen, an einem Heilmittel gegen den Zerg-Virus zu arbeiten. Aus schulmedizinischer Sicht würde ich sagen, es ist unmöglich, ein Heilmittel zu finden. Das Virus mutiert zu schnell. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Sieh einfach, was du tun kannst. Mehr verlangt keiner. Wäre richtig awesome, wenn das klappen würde, ja. So, dann springen wir in die nächste Mission rein. Ich wusste es. Boah. Na, ich gehe gegen Zerg. Jetzt habe ich die Helions abgegradet, deswegen. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich Vulkanplaneten hasse? Gut, dich zu sehen, Mann. Man nennt mich Torsch. Hilf mir dabei, die Mineralien abzubauen, die ich brauche. Und ich werde mich sehr erkenntlich zeigen. Wo ist der Haken? Naja, dieser Planet ist ein wenig instabil. Die tiefliegenden Bereiche werden alle paar Minuten von Lava überflutet. Ah. Natürlich liegen aber genau dort die reichsten Mineralien vorkommen. Aber für einen harten Kerl wie dich ist das bestimmt kein Problem. Easy, Junge. Sir, ich orte außerdem noch Zerg-Biosignaturen auf der Oberfläche. Wir werden einen Teil der geförderten Mineralien für Verteidigungszwecke ausgeben müssen. Je mehr wir ausgeben, desto länger wird es dauern. Lava und Zerg. Zwei Dinge, auf die ich einfach nicht verzichten kann. Wir sind uns. GZ,
echt gegen Zerg und gegen Lava. Oh, es wird doch wieder voll anstrengend. Ich dachte, ich könnte so die Kampagne so, ja, das ist die Kampagne. Aber nein, jetzt muss ich mich auch noch voll anstrengen. Ah, egal. Ich rock hier die Kampagne jetzt durch. Ne? Warum ist das so weit weg? Ach so. Hab ich hier... Was? Oh, die können ja überall hier raus und rein. Oh, nee. Was ist das? Kann ich noch was bauen? Maschinenlock. Fabrik. Dann bauen wir mal hier die Fabrik hin. Oh, was? Was? Warnung. Lava-Ausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Die Lava steigt. Ernsthaft? Bring diese WBF sofort nach oben. Hab ich. Okay, okay. Okay. Aber was machen wir denn jetzt so lange? Was soll ich denn jetzt bauen? Maschinenlock. Ich baue jetzt erstmal eine Fabrik. Holy moly. 8000 muss ich sammeln. Ist die geschätzte Dauer bis zur nächsten Lavawelle zu sehen. Wenn eine Gefahr steht, sollten alle Einheiten und Gebäude auf eine Anhöhe verlegt werden. So. Ich habe hier so ein dumpfes Gefühl, dass wir eh gleich angegriffen werden. So. Schlechte Neuigkeiten? Mach ich jetzt hier. Nicht besonders die Pro. Ich würde gerne Helion haben, damit ich schneller bin. So, perfekt. Ja, Minerals fehlen natürlich. Ich habe da ein paar Freunde, die euch aushelfen können. Recher. Recher, sagst du? Teufel auch, Cowboy. Wir müssen mehr von denen ausbilden. Die sind echt hart drauf. Aha. Fürchte den Tod. Ja, ich glaube, der ist schon perfekt. Ich guck mal uns mal mit den Rüchern hier um. Das ist alles. Natürlich. Wird erledigt. Los geht's. Hammer geil. Warum nicht? Was sind die Zerg? Sir, Scanner zeigen eine riesige Biosignatur in der Nähe Ihrer Position an. Ein Brutalisk, glaube ich. Wenn Sie den erledigen könnten, würde das meine, unsere Forschung weit voranbringen. Ja, super. Ja. Machen wir gleich. Ein paar meiner Jungs sind in der Gegend hier verschollen. Ich würde echt gern wissen, ob sie noch leben. Eins nach dem anderen, Mensch. Machen wir in die Hölle heiß. Ihr müsst nicht alle an dem gleichen, deswegen dauert das so Ewigkeiten. Was nicht passt, wird passend gemacht. Übel mit euch. Aber ich die mit Shift reingeballert habe. Ja, tatsächlich. Oh, ich geh kaputt. Ich mag Space Marines. Machen wir ihn die Hölle heiß. Los, ich brauche noch ein Versorgungsdepot. Jawohl. Was nicht jetzt? Warten. So. Das Pingasier ist auch doof. Kannst kaum noch erwarten. Hier komm ich. Los, los, los.
sicher. Holy moly. Ich denke in Schwierigkeiten. Oh, der folgt uns. Erinnerung, Sir. Je mehr Mineralien wir in Truppen investieren, desto länger wird es dauern, unser Ziel zu erreichen. Sie sollten auf Ihre Ressourcen achten. Hier. Durchgeladen und entsichert. Oh ja. Ich gehe schon wieder hoch. So. Was nicht passt, wird passend gemacht. Warnung. Lavaausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Boah, Eigenerschreck. Nur zu. Was nicht an. Schlechte Neuigkeiten. Ja, das kann hier mal. Versorgungsdepot war. Dann, ich weiß nicht, das kann ruhig mal gebaut werden. Die Gefahr ist vorüber. Sie können mit dem Abbau fortfahren. Was nicht hier? Juhu, Überstunden. Warten. Yep. Oh ja. Mal hier nach. Aber faszinierend, dass ich so schnell hier wieder auf den Boden gehen kann. Habe ich geschafft, ja. Perfekt. Oh. Nein. Geil, Alter, ich hab's doch gerade erst gemacht. Kaum noch erwarten. Aber sicher. So. Bereit machen, Jungs. Katjes. Hier ist los. Los, los, los! Tosch hat euch geschickt? Das wurde aber auch Zeit. Lasst uns den Auftrag hier erledigen und dann verflucht nochmal nicht wie weg von diesem Planeten, wa? Erweiterung fertiggestellt. Eine Hand wäscht die andere. Hier sind die Koordinaten für das nächstgelegene Mineralienvorkommen. So, wie habe ich es heute nicht mit reden? Das war klar. Erschöpft. Bereit machen, Jungs! Feuer frei!
jetzt alles einsammeln hier. Und viel Spaß. Oh, Hammer. Ich hab total vergessen, dass ich da was genommen habe. Ist ja noch mehr. Oh, hier ist viel. So, mal gucken, ob die das schaffen. Wenn nicht, hab ich Pech. Mineralienfeld erschöpft. Die schaffen das. Was mit denen? Ja, die schaffen das auch. Sehr gut. Seismische Aktivität nimmt zu. Es wird zur Vorsicht geraten. Reicht das nur, wenn ich das hochballer? Warum muss ich denn auch hier hin? Warnung, Lavaausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Naja, ich bin ja dabei. Immer mit der Ruhe, Fräulein. Boah, die kritische Musik hier. So, Mineralienfeld erschöpft. Haben wir noch einen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Nur zu. Ach, das ist komplett erschöpft. Darf sonst noch was sein? Frage. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mehr machen soll. Sie jetzt doof. Basis wird angegriffen. Durchgeladen und entsichert. Halt mich schon drauf. Feuer und Flamme. Der Pisser, ne? Machen wir in die Hölle heiß. Okay. Ich will eigentlich jetzt nichts mehr ausgeben. Mineralienfeld erschöpft. Wenn schon überhöre ein Mineralienfeld erschöpft, Alter. Ist doch Katze. Deine Männer arbeiten schnell. Wir haben schon die Hälfte der Mineralien, die wir haben. Ich will auch ehrlich gesagt nichts mehr ausgeben. Los Marines. Ist hier noch mehr, was ich einsammeln kann? Nee. Kacke. Schlechte Neuigkeit, Heigen erschreckt.
Hier waren noch welche, ne? Ja. Mineralienfeld erschöpft. Verstanden. So. Ist ja nicht mein Geld. So, Kacke. Alles kaputt machen, alles kaputt machen. Vor der Landung habe ich die Gegend nach Mineralien vorkommen gescannt. Ich schicke dir noch ein paar Daten. Ja, sehr, sehr hilfreich. Na Scheiße. Steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die tiefe gelegenen Bereiche. So, oh, die muss sterben. Mache ich auch sofort. Nicht mal viel. Nein, ist nicht mal viel. Oh, ernsthaft? Paar 300, 200. Die Larven brauchen nur so lange zum Sterben. Holy, was ist das denn? Das war's, ne? Hier habe ich auch schon alle ausgeräuchert. Ja. Ah, das war's! Jawohl! Ich habe das Gefühl, dass ich
und die sorgt verbrannt. Ja, doch schneller als gedacht, ja? Fortfahren! Ja, doch echt schnell. Ich dachte, ich muss jetzt da, also das weiß ich nicht, wie lange das scheiß Ding abbauen. Gute Arbeit, Sir. Die Bezahlung für Redstone hat uns wieder auf die Beine gebracht. Warum ist dieser Tosch an Bord? Er wollte sich mit Ihnen persönlich unterhalten. Es ging um das Durchführen weiterer gemeinsamer Unternehmungen. Hast du was über ihn rausgefunden? Selbstverständlich. Und er ist kein Pirat. Gerüchten zufolge soll er ein abtrünniger Ghost sein. Und bis zu seinem Verschwinden einer der besten Auftragskiller der Liga. Jetzt hasst Mengsk ihn fast genauso inbrünstig wie Sie. Der Kerl gefällt mir jetzt schon. Trotzdem sollten wir ihn besser behalten. Jawohl. Ja. Ich glaube, das war's auch mal wieder mit dieser Folge hier. Ich denke mal, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich hatte, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich sage einfach mal, bis zur nächsten Folge. Haut rein, ciao!